So, welcome again this morning in Saal Dijkstra. Schönen guten Tag, willkommen im Saal Dijkstra heute Morgen. Ihr seid sehr früh aufgestanden, um diesen Vortrag zu hören. Es ist ein sehr interessantes Thema. Viele von euch, denke ich mal, sind schon irgendwie Hacker, Maker oder sind daran interessiert, Sachen zu bauen und zu verändern. Dinge, die man vom Verkäufer einfach bekommt und nutzen soll, wie es ist. Und ihr sagt einfach, nö, ich mache mein eigenes Zeug damit. Und wir haben heute zwei Leute hier, die denken genauso, ziemlich ähnlich. Das Thema des Vortrags ist heute Making Experts Makers und Making Makers Experts, also aus Experten Maker machen und aus Makern Experten machen. Hier sind für euch Daniel Wesolek und Isabel Deschamps. First of all, thanks for inviting us. We're actually quite glad. Zunächst erstmal vielen lieben Dank, dass wir eingeladen worden sind. Wir sind sehr fröhlich. Das ist das erste Mal, dass wir hier auf dieser Bühne stehen. Und als ich gestern durch die Tür geguckt habe, war ich ein bisschen eingeschüchtert von den vielen Menschen. Und naja, also seht uns nach. Das ist unser erster Vortrag. Also als erstes der Titel des Vortrags. Experten sind für uns Nutzer, Experten, also Leute, die in besonderen Situationen sind, besondere Bedürfnisse haben. Die wissen ganz genau, was sie wollen, was sie brauchen, was ihnen helfen kann, in welcher Situation sie sind und was sie machen können, damit sie ihre Situation verbessern können. Das sind vielleicht Sachen, die Ingenieure nicht und andere Entwickler nicht erzählen können. Und deswegen haben wir die zusammengebracht mit Leuten, die Sachen basteln, Maker eben, damit sie dann in einer Kooperation beide Vorteile haben, um direkt rauszufinden, was wird benötigt, was können dafür Lösungen sein, um etwas damit zu machen. Das führt natürlich, also die Vermischung ist jetzt nicht, auf der einen Seite hast du Nutzer und auf der anderen Seite irgendwie die ganzen Freaks und Geeks und Maker. Das überschneidet sich natürlich, da gibt es natürlich Schnittmengen. In großen Teams gibt es natürlich auch Leute, die einen besonderen Rollstuhl entwickeln oder einen Fahrradrahmen gebaut haben. Und dann sind es auch Ingenieure, die in Rollstühlen sitzen. Make stuff. Die dann Sachen machen. Das ist übrigens unser Symbol für aktive Maker in Rollstühlen oder interessiert das Thema Rollstühle. Wir wollen ein kurzes Wort über uns verlieren, bevor wir nach Berlin gekommen sind letztes Jahr und in dieses Projekt verwickelt worden sind, war ich in Singapur und habe an etwas Ähnlichem gearbeitet. Im weiteren Kontext. Ich habe als Postdoc mit Leuten zusammen Taschenlampen oder ein Indikatorlicht für taube Schwimmer gebaut, entwickelt. Also es sind sozusagen individuelle Lichter, die mit einem Zeitsystem zusammenarbeiten. Da konnte ich gut anfangen, in diese Richtung zu arbeiten. Isa. Danke und hallo auch von meiner Seite. My professional background is mein professioneller Hintergrund ist, dass ich Industriedesign mache. Ich arbeite viel mit Co-Creation und arbeite da auch mit Daniel zusammen, der mir so ein bisschen die technische Seite davon erklärt. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht von einem Projekt, was ich aktuell betreibe mit meinem Team. Und das läuft zusammen mit BeAble. Ich denke, diese beiden Bilder beschreiben ganz gut, was meine Arbeit eigentlich ausmacht. Es geht darum, Leute zusammenzubringen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Have them in a co-creation process und um sie halt zusammenzuarbeiten lassen, um ihre eigene Umwelt zu verändern und anzupassen. Es geht sehr viel um Integration. Die beiden Bilder, die ihr da seht, sind von einem Projekt, was wir gerade in einer forensischen Klinik machen.
tools and da entwickeln wir Werkzeuge und Konzepte für eine bessere Integration von den Insassen. Aber wir möchten heute über ein anderes Projekt reden. Made for my wheelchair. Und das nennt sich Made for my wheelchair. Und Daniel hat uns schon eine kleine Einführung gegeben, wie wir überhaupt auf dieses Projekt gekommen sind. Wir haben Dinge zusammengebracht. Das ist so ein bisschen die Kraft von beiden Perspektiven. Wir möchten ja beide irgendwie voneinander profitieren und eine kritische Masse entstehen lassen, um Dinge zusammen entstehen zu lassen. Wir haben Do-it-yourself-Add-ons entwickelt, die Open Source verfügbar sind. Und die wurden in diesem Co-Creation-Prozess entwickelt. Und wir haben Leute in Rollstühlen und Maker und auch ein paar Designer in dem Team. Es wurde finanziert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und wir haben zusammen mit dem FabLab Berlin und einer Non-Profit-Organisation namens BeAble gearbeitet. Und unsere Inspiration war von unserem Freund Raul, der sich selbst einen 3D-Drucker gekauft hat und damit experimentiert hat. Und wir fanden es sehr, sehr interessant und wir haben miteinander geredet, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Maker-Technologie zu nutzen, Software halt anzupassen. Wir brauchen einfach mehr Zugriff auf diese ganzen Technologien. Und einige andere Freunde von uns betreiben das FabLab Berlin und wir haben alles zusammengetan und wir haben daraus ein Projekt gemacht. Und jetzt gibt es eine kleine Einführung, ein kleines Video, das sehr, sehr viel über dieses Projekt verrät. Und dann möchten wir euch gerne so ein paar Einblicke in unsere Prozesse geben. Und dann möchten wir konkret über unsere Ergebnisse sprechen. Mein Name ist Raul Krauthausen, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Berlin. Mein Name ist Raul Krauthausen, ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und ich finde, dass Rollstühle noch nicht das sind, was sie sein könnten, nämlich attraktiv, modern und cool. Eine meiner großen Herausforderungen ist das Thema Beleuchtung. Beleuchtung, um nachts besser sehen zu können mit dem Rollstuhl, aber auch um nachts besser gesehen zu werden. Ich bin Nikolai. Ich habe vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden das FabLab Berlin gegründet. FabLabs gibt es in der ganzen Welt und jeder hat dort Zugang auf digitale Fertigungstechnologien, zum Beispiel Lasercutter, 3D-Drucker, CNC-Fräsen. Ich bin Hanna, ich bin 22 Jahre alt und studiere Urbanistik in Berlin. In dem Projekt Made for My Wheelchair entwickeln wir gerade Projekte für den Rollstuhl, sogenannte Add-ons, zum Beispiel dieses Beleuchtungsset. Ich bin Designer bei BeAble. In dem Projekt arbeiten wir in einem interdisziplinären Team zusammen. Daran sind Designer, Rollstuhlfahrer und Techniker. Angefangen hat das alles auf dem Hackathon, auf der Maker Faire, wo rollstuhlfahrende Menschen definiert haben, was sie sich wünschen. Zum Beispiel Interaktion mit nicht behinderten Menschen, Beleuchtung am Rollstuhl, Stauraum. Und aus diesen Bedürfnissen heraus haben wir Lösungen entwickelt, wo wir kleine Modelle gebaut haben, sogenannte Prototypen aus Pappe oder aus anderen Materialien. Und das ist sehr inspirierend, wenn man das mit seinen eigenen Händen schafft. Hier haben wir alle Komponenten, die wir zum Bau eines Lichts brauchen. Das kostet ungefähr 20 Euro. Mit unserer Anleitung könnt ihr die einfach zusammenbauen. Es ist Open Source und ihr könnt sowohl die Gehäuse als auch die Lichteffekte selbst verändern und weiterentwickeln. Wir haben zwei Scheinwerfer vorne am Rollstuhl, dann eine Unterbodenbeleuchtung und noch ein Rücklicht. Durch mehrere Testingrunden haben wir die Rollstühle immer wieder verbessert, sodass man es leichter nachbauen kann und intuitiv benutzen kann. Unser Anspruch war es, dass die Dinge am Ende gut aussehen und nicht so nach Sanitätshaus. Mein persönlicher Favorit ist die Unterbodenbeleuchtung.
weil man die von außen nicht so sieht, aber es ist ein abends totaler Hingucker, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Das macht das voll was her. Hast du Lust bekommen, das auch zu machen? Dann ist das hier dein Raum für dich und wo du deine Sachen selbst gestalten kannst und das ist super cool. Kommt zum FabLab, macht euch vertraut mit den Maschinen und dann baut euch ein richtig cooles Beleuchtungsset. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So. Okay. Das Video haben wir am Ende produziert, um es zu verteilen, aber um es mit vielen Leuten teilen. Das war natürlich ein offener Aufruf mitzumachen am Ende. Aber davor gab es ungefähr ein Jahr, in dem wir das vorbereitet haben. Und vielleicht sogar länger, weil wir schon länger geplant haben. Wir haben im Prinzip drei Phasen in diesem Projekt gehabt. In der ersten Phase haben wir gescoutet, gesucht. Es war sozusagen das Problem, herauszufinden, wie wir die richtigen Leute finden, die wir für das Projekt gewinnen können. Über unterschiedliche Kanäle haben wir mit ganz vielen Leuten gesprochen, um ein Team aus unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Wissen und unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenzustellen, um sie einzuladen, in den Maker Faire zu kommen, ins FabLab zu kommen. In der ersten Phase ging es außerdem auch darum, herauszufinden, was Bedürfnisse sind und was die Ideen zu brainstormen in einem ganz breiten Bereich. Die zweite Phase ging dann wirklich eher darum, uns zu konzentrieren und zu fokussieren auf das Machen. Wir haben also sozusagen eine Alpha- und eine Beta-Phase gehabt, in der wir die Sachen gemacht haben und haben mehrere Iterationen und Testphasen gehabt. Und dann natürlich die dritte Phase, das Verteilen der mit der Öffentlichkeit, die Anleitung und alles, was man dazu beachten muss. Am ersten Tag ging es eher darum, die Gruppe zu treffen und zu verstehen, was die Bedürfnisse des Teams sind, der sieben Rollstuhlfahrer, die wir ausgesucht haben oder die zusammengekommen sind, um das zu machen. Und wir haben wirklich von ganz unten angefangen. Wir hatten keine Ahnung, was wir machen werden, was für ein Produkt wir machen werden. Wir wussten, am Ende wird irgendein Produkt stehen und es ist unser Job zu designen, was dabei rauskommt, aber wir hatten noch nicht festgestellt, was es sein wird. Wir hatten eine erste Visualisierung, die ihr hier gesehen habt, ganz rechts. Sind wir über Nacht auf vier Gruppen gekommen, die so offensichtlich viel Potenzial haben, um in diesen Clustern nach Ideen zu suchen und dort zu finden. Insbesondere Transport, weil wenn man zum Beispiel einkaufen geht, dann ist es sehr schwierig für Menschen in Rollstühlen oft. Wenn sie zum Beispiel einen elektrischen Rollstuhl haben, dann haben sie eine andere Geschwindigkeit neben anderen Rollstuhlfahrern. Sehr damit zusammenhängt war das Thema, wie man Menschen, also zwischenmenschliche Interaktion, wenn der eine im Rollstuhl steht und der andere Rollstuhl sitzt und der andere daneben steht, wie können wir die auf Augenhöhe bringen? Das zweite Thema ging um Wetter, insbesondere mit sehr schlechten Wetterbedingungen, Schnee und Winter zum Beispiel. Und damit verbunden natürlich auch das Thema von Lichtbeleuchtung zu sehen und gesehen zu werden im Dunkeln. Und dann sind wir zum Maker Faire gegangen 2016 und wir haben noch mehr Leute eingeladen, an unseren Tisch zu kommen. Und wir haben ihnen Material, Papier und Stift gegeben. Und dann gab es eine sehr wilde Prototypensuche und Ideensammelphase.
Der ganze Tag und der ganze Hackathon war eigentlich nur dafür da, so viele Lösungen wie möglich zu finden für die Bedürfnisse, die wir entdeckt haben, herausgearbeitet haben. Und hier ging es erstmal darum, mit Stiften zu visualisieren. Wir hatten kleine Plastikrollstühle, die wir davor 3D gedruckt haben, damit man da kleine Modelle dran bauen konnte, von denen wir uns gewünscht haben, dass sie da sind, dass es die gäbe. Und da gibt es ein paar Beispiele. Also wir haben wirklich physikalisch versucht, die Sachen zu machen, die wir uns vorgestellt haben, die cool sein würden. Ja, with found objects, with, mit kleinen Dingen, mit Material, was wir zur Hand hatten. Es ging sehr, sehr schnell für viele Sachen. Das kleine auf der linken Seite ist übrigens eine Teleskoplampe. Also du kannst die Lampe nach oben fahren und dann hast du ein glühendes Objekt über dir, das dann von oben eine Beleuchtung bietet. Yeah, so very low fidelity prototypes. Ja, also es waren quasi sehr einfache Prototypen, um einen großen Bereich abzudecken von Ideen. Und von da an ging es dann den nächsten Schritt weiter in die zweite Phase, in der wir dann die Sachen gemacht haben. In unserem inklusiven Team haben wir uns für 3 Projekte entschieden, die wir in der zweiten Phase weiterbringen wollten. Das waren einmal Schneeketten zu machen oder das zu versuchen, wenn man ehrlich ist, das Transportieren von Begleitung und natürlich die Beleuchtung. Für jede dieser Phasen hatten wir ungefähr einen Monat und sie haben immer angefangen mit einem kleinen Camp, wo die ganze Gruppe für 1 oder 2 Tage im FabLab zusammen war und Prototypen entworfen hat und programmiert hat und um uns zu leiten, welches wir am Ende auswählen werden, haben wir Design- und Testkriterien gehabt. Das war natürlich sehr wichtig, irgendwas Nutzbares zu machen. Es sollte schön und ansprechend aussehen, wie ihr von Raoul gehört habt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele Sachen, die für Behinderte gemacht werden, sieht einfach auch wirklich so aus und schreit schon danach. Nur weil du ein bisschen kleiner bist, heißt es nicht, dass alles, was du haben möchtest, sollte nach Kindersachen aussuchen. Es gibt einfach bestimmte Marktaspekte, die die Leute dann aufregt und nervt. Ja, das Ergebnis war am Ende wichtig, die Zeit und die Kosten der Produktion. Und es ist irgendwie auch, ne, so die Wertschöpfungskette quasi. Und was wir auch wollten, war, dass die Produkte, die wir designen, dass die machbar sind. Dass man die in vielen FabLabs nachstellen kann, nicht in den schicksten, die wir haben irgendwie. So. Jetzt möchte ich ganz gerne euch mal so ein paar Impressionen zeigen von den Camps, wo wir zusammengesessen haben und den Lasercutter benutzt haben, 3D-Drucker, wo wir allerlei Dinge gebaut haben und unterschiedliche Prototypen auch gebaut haben. Wir haben das üblicherweise auch sehr intensiv getestet und da kann mein Kollege euch noch was zu sagen. Ich habe mit Nikolai geredet in dem Prozess und wir hatten diese Idee, Lichter zu entwickeln und da fing ich an, wirklich damit involviert zu sein. Und es gab ein paar Dinge, die wichtig sind. Wir wollten die Gehäuse in den FabLabs produzieren lassen. Die elektronischen Teile sollten relativ einfach zugänglich sein von externen Zulieferern. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sehr, sehr wichtig waren. Wo kann man das Ganze anbringen? Wie versorgt man das Ganze mit Strom? Das sind Beispiele davon. Es ging sehr, sehr viel darum, es zu machen,
And like, here's already like the. Und hier ist so ein kleines Video dazu, wo wir das Ganze testen. Es sind runde Elemente. There are like round elements. We brought some. Wir haben ein paar. The straight elements. They're like simply. Ein paar von den geraden Elementen. Das sind Neopixel. Und es ist letztlich nur drei Teile. Das Machen dieses ganzen Dings ist relativ, es ist immer noch ziemlich aufwendig und das muss ja auch alles in das Gehäuse passen, ohne dass es kaputt bricht. Es gab ein paar Dinge, die wir beachten mussten. Wir mussten sicherstellen, dass die Werkzeuge öffentlich in FabLabs verfügbar sind. Zum Beispiel das 3D-gedruckte Gehäuse. Es ist recht rund auf dem, oder recht glatt auf der Unterseite. Es hat ein sehr, sehr, sehr schönes Finish. Und braucht man noch Kabelbinder dazu. Und ja, unterschiedliche Varianten, das Ding anzubringen. Auch gerade, wenn es nicht permanent sein soll, um es wieder zu entfernen hinterher. Die Gehäuse sind so designt, dass man die auch noch erweitern kann, dass man die noch verändern kann. Wie man das jetzt auch in diesem Video sieht. Für mich erschien das so einfach, gerade was die Teile angeht. Ich dachte, es wäre sehr, sehr schön, more components, at least weitere Komponenten zu haben, zum Beispiel irgendwelche Sensoren. Hier zeigen wir euch, wie das Ganze zusammengebaut wird. Wenn man zwei von diesen Streifen zusammenlötet, dann ist es sehr schwierig, das in dieses Gehäuse zu kriegen. The attachment part is still something where one can find improvements. Also wir können immer noch so was so diese Zusatzsachen angeht, da können wir immer noch ein bisschen dran arbeiten, ehrlich gesagt. So, here are the different ways of attaching it. Das sind die verschiedenen Varianten, wie man das Ganze anbringen kann. Zum Beispiel ein Clip, ein Gummiring, Klettverschlüsse, spezielle Klebematerialien. Das hier ist das, was man zum Beispiel mit Sensoren lösen könnte, wenn man schneller wird, wenn man dann bremst, zum Beispiel, dass das Rücklicht auf eine bestimmte Weise reagiert. Wir haben mit dem BBC Microbit ausprobiert, wo es sehr schön ist, weil das die ganzen Sensoren schon eingebaut hat. School Education. Das ist so ein spezielles Board für Schulen. Es gibt auch eine deutsche Version, Calliope. Das ist relativ ähnlich und das ist auch basierend auf dem Projekt. Die haben einen kleinen Mikrocontroller und wir dachten uns, es wäre schön, wenn es Leute gibt, die gleichzeitig diese Lichter haben, dass da irgendwas gleichzeitig passiert, irgendwelche lustigen Lichteffekte, wenn man sich dann trifft. Und man könnte irgendwie auch ein bisschen mehr interaktiv werden, tatsächlich. Und tatsächlich sowas Einfaches wie Unterbodenbeleuchtung. The floor light. The floor lighting and it's connected to a temperature. Es ist irgendwie verbunden zu einem Temperatursensor, so dass man zeigt, wie kalt oder warm es ist mit dem Licht. Es gibt einige Dinge, die man sich vorstellen kann, wie man es auch weiter treiben könnte. In den Workshops, die wir betrieben haben, unter anderem bei der Reha-Care in Düsseldorf. Es war sehr, 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 sehr offensichtlich, dass wenn man sowas vorbereitet, wenn man es schon vorlötet, wenn Leute nicht so viel löten können, das Programmieren, dass das schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und alle extra Komponenten müssen
in dem weiteren Schritt halt erledigt werden. Und wir haben uns dazu entschieden, dass die Batterie außerhalb gelagert wird, auch weil es einfacher ist. Außerdem gibt es an vielen Rollstühlen, vor allem Elektrorollstühlen, gibt es einen USB-Anschluss zum Beispiel. Da kann man das auch dann drüber betreiben. Also viele Rollstuhlfahrer haben schon eine Stromversorgung, eine Powerbank unter ihrem Sitz. So dachten wir uns, es wäre eine gute Sache, wenn wir die Stromversorgung extern lagern. Wir haben noch ein paar letzte Worte zum Thema Teilen, weil das war so die letzte Phase. Wir möchten gerne die Informationen über dieses Produkt etwas weiter verteilen. Wir haben Instructables, also spezielle Anleitungen bei Instructables vorgefertigt. Das können wir uns gerne mal angucken. Wir haben außerdem eine Website aufgesetzt. Und es ist natürlich extrem wichtig, wir machen Workshops, wie man diese Lampen bauen kann und die ganzen anderen Produkte, die wir da entwickelt haben. Und wir haben damit angefangen auf Messen und auch in unserem Berliner FabLab. Wir haben auch noch ein paar Instructions gemacht, damit FabLabs sich mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzen können und auch selbst Workshops anbieten können. Das ist relativ selbsterklärend. Und auch um Leute zu motivieren, gerade auch Rollstuhlfahrer zu motivieren, sich auszuprobieren, eigene Workshops anzubieten und mit FabLabs reden können. Selbst wenn ihr das technisch vielleicht nicht so hinkriegt, es ist schon sinnvoll, sich im FabLab zusammenzusetzen. Man hat die Werkzeuge, man hat die Möglichkeiten. Wir möchten euch wirklich dazu motivieren, in FabLabs zu gehen, um das mit euch zu machen und all diese Werkzeuge zu nutzen. Die Möglichkeiten sind vielseitig und guckt auch, dass ihr das lokal macht, weil lokale Makerspaces sind immer wichtig. Und wir haben auch noch eine größere Vision. Und das haben wir auch schon angefangen, daran zu arbeiten. Wir haben richtig herausgefunden, dass es ein riesengroßes Potenzial gibt, Maker und Nutzerexperten zusammenzubringen und die durcheinander zu mischen. Und nun wollen wir wirklich gerne an einer Plattform arbeiten, die alle möglichen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenbringen und Ideen und Bedürfnisse zu sammeln und Projekte zu sammeln, um dann mehr Produkte zu haben, die man fördern und verteilen kann. Denn es gibt ganz viele Plattformen, aber dieses spezielle Thema wird von dieser Konzentration meistens nicht behandelt oder nicht. Wenn jemand zum Beispiel Erfahrung hat mit Open-Source-Software-Entwicklung, dann kann man da vielleicht auch Projekte machen, die hardware-basierend sind und dann können wir die aufteilen in unterschiedliche Aufgaben, denn es gibt auch viele Leute, die individuellen Leuten helfen würden, irgendwie mit besonderen möglichen Lösungen ein Gehäuse zu designen oder die Elektronik ein bisschen zu verändern. Wir denken jetzt, es wäre sehr, sehr gut, wenn es einen Weg gäbe, wenn die Leute nicht unbedingt physikalisch zusammenkommen müssen, sondern auch schon ein paar Stunden am Computer zusammenarbeiten kann, wann immer man sich danach fühlt, gerade Zeit hat. Und dann irgendwie zusammen was macht, obwohl man vielleicht gar nicht genau weiß, für wen das ist, wann das ist oder so. Einfach, weil man jemandem helfen kann. Wenn jemand das braucht, wenn man jemandem damit helfen kann, dann macht man das vielleicht auch. Also bitte kommt mit und involviert euch in diesem Projekt. Wir haben auch Sticker mitgebracht und Postkarten und wir sollten jetzt, glaube ich, einmal in die Diskussion übergehen oder wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns auch sehr gerne. Und natürlich könnt ihr uns auch treffen überall, wo wir hier sind, heute Morgen am Samstag. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten. Da gibt es eine Frage.
Okay. First thing would be. Okay, als erstes möchten wir uns bei euch für euren Vortrag bedanken. So, we have time for like one question. Wir haben Zeit für eine Frage. Da gab es eine Frage. Können wir ein Funkmikrofon da vorne in Reihe 4? Reihe 4. Da einmal ein Mikro in Reihe 4. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Es ist eine Frage und auch eine Anmerkung. Ich habe festgestellt, dass es viele Rollstühle gibt, ohne behinderte Leute darin, weil es irgendwie Mainstream wird, in allen möglichen Sachen rumzufahren. Zum Beispiel in Sesseln. In den Makerspaces, und das ist fantastisch. Und das macht mich irgendwie als Rollstuhlfahrer zum Mainstream, und das habe ich wirklich sehr genossen. Die andere Sache ist, dass ich erfahre, dass viele solche Projekte auftauchen. Es gibt Hilfcamps und alle möglichen Sachen. Ich finde es sehr aufregend, dass da heutzutage so viel passiert. Und ich hoffe wirklich, dass es hoffentlich lange anhält und weiter so bleiben wird und viele tolle Sachen dabei herauskommen. Meine Frage ist, ob ihr hier auf dem Kongress einen Workshop anbietet, wo man tatsächlich sich die Hände schmutzig machen kann und vielleicht zum Beispiel so ein Licht bauen kann. Ich würde sehr daran interessiert sein. Wir haben das bisher noch nicht vorbereitet, aber ich denke, wir sollten darüber reden. Ja, wir sollten das direkt jetzt nach dem Talk machen und dann können wir auch was machen. Ja, das stimmt. Also wir haben tatsächlich so ein paar Möglichkeiten verpasst, ehrlich gesagt. Wir können das vielleicht noch weiterentwickeln. Ja, danke. Ja, cool, vielen Dank. Und wenn das jetzt nicht passiert, dann gibt es am 20. Januar einen Workshop im FabLab in Berlin übrigens. Jeder ist da herzlich zu eingeladen. Wir haben das tatsächlich diskutiert, hier einen Workshop zu machen, aber wir haben das irgendwie dann... Es war Weihnachten und wir hatten so viel Stress und wir wollten unsere Koffer nicht voll mit Technik haben. Also wir können mal schauen, was wir machen können. Dankeschön. Okay, vielen lieben Dank. Lass uns nochmal ganz herzlich bei den Sprechern bedanken mit einer großen Runde Applaus.